Er hat gesagt, der ist sogar datiert, ne? Mit Montag. Hm. Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist denn mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht. Kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Ah, ich weiß, was hier vorgeht. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Es ist datiert. Netter Versuch, Kleiner. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das ist von heute. Bazinga. Da hast du's, Arschgesicht. Aber wer ist dein Daddy? Really? Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann ich... Randall ist es, ganz genau. Okay, okay. Langsam ergibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund, aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich ja nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter? Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chilling. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Ha, erzählen Sie das dem Richter. Murray. Richtig so, das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Oh, das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Kann ich jetzt den Kaffee mitnehmen? Nein, sie sind noch da. Oh. Hallo? Oh. Oh. Ja? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich habe ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Oh. Der Typ hat... hat verdammt nochmal gar nichts gemacht. Ach du Chef, was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem ihr schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Oh, echt, du jetzt? Verarschst mich jetzt, oder? Nein, ouch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Oh, sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir seinen nicht geben. Das war's auch schon. Ich würd's dir gern übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Oh, aber ich brauche jetzt etwas Privatsphäre. Genug Gerede. Oh. Okay, viel Spaß noch. Alles klar. Jetzt sind sie weg. Nice. Kann ich mir jetzt den Kaffee endlich nehmen? Oh, herrlich. Herrlich. Jetzt kann ich mir den Kaffee bringen. Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Hier, bitte. Oh, wirklich? Würde ich bei so einer Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Oh, ich kenne dich doch kaum. Ja, bitte. Gott sei Dank. Oh, man tut, was man kann. Ich verdanke dir mein Leben, Kleiner. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Nein, bitte. Ich habe erst mal genug Selbstmorde gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Dieses Modell ist wunderbar.
Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Und es ist aus der Originalserie. Das ist unglaublich. Wie viel willst du dafür? Einmal alles, was du hast, in bar, bitte. Alles? Ich hab dich gerettet, du schuldest mir was. Ich weiß, aber... Kein Aber. Hast du eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um an diesen Kaffee zu kommen? Nein. Puh, Glück gehabt. War nämlich gar nicht so schlimm. Egal, die Sache ist, dein Bauch ist nicht explodiert und das hast du mir zu verdanken. Also los, gib schon her. Na gut, Kleiner. Hätte nicht gedacht, dass du so heimtückisch bist. Woher auch? Du kennst mich ja kaum. Ja, und ich hoffe, so bleibt's auch. Hier ist dein Geld. Wie viel haben wir? Wir haben wieder eine Menge. Hätte ich eine Million anklicken können? Das reicht. Und dann hätte ich eine Million bekommen? Das wäre cool. Da bin ich wieder. Und alles, was ich tun musste, war nur eine Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Oh, das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag. Egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Mehr als genug? Glaub ich nicht. Alter... Das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McClane heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben da einen Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld? Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Naja, da gibt es vielleicht was, das du für mich tun kannst. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Doch, safe. Hey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay, ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall, jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter. Das war nur Spaß. Ich bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch mal 20% draufgegangen. Oh, Mann. Hey, komm schon. Lern einfach mal, deine große Fresse zu halten, Randall. Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Und du willst einem der Schauspieler... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Klingt eigentlich ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Oh, und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Hey, nicht mein Problem. Ich hab eine Idee, Leute. Wir haben Plutonium, wir haben Shirts und wir haben rote Farbe irgendwo. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Kann ich nicht? Okay, hier U-Bahn. U-Bahn. Ja. Wir müssen hier irgendwie... Das macht kein... Irgendwas müssen wir hier machen. Echt? Ach, komm schon. Hübsche Girland. Das muss ich nicht... Blöd. Das muss... Hey, weiter noch da. Das muss... Du musst aufhübschen. Nee. Das macht keinen... Mann, doch, das macht Sinn. Das ergibt Sinn. Das... Ach, irgendwas. Teleskopendenbügel mit irgendwas macht eigentlich... Ja, nein. Ist das dumm. Das ist dumm.
Ich bin gerade ein bisschen im Überlegen. Vater Royce. Kann ich die kaputt machen irgendwie? Das Inventar ist echt doof gemacht irgendwie. Ich glaube nicht. Mit dem ganzen hin und her switchen müssen und so. Damit will ich den Feuer löschen. Ich will gar nicht erst aus. Da drin gibt's sicher keinen Gut. Doch, gibt es. Und das Geld übrigens nicht mehr, ne? Merke ich gerade. Nur das Geld also wirklich Dings gegeben schon. Was könnte ich denn mit dem Loch vielleicht machen? Irgendwas da reinpacken oder so, schätze ich halt mal, ne? Komm, das Lichtschwert in das Loch. Es geht. Nein, ach, komm schon. Das Inventar ist echt ein bisschen doof gemacht, finde ich. Den Feuerlöscher ins Loch. Damit will ich den. Alter, ohne Witz, ich weiß nicht, was hier los ist, ne? Aber gefühlt alle 5 Minuten fährt draußen ein Zug vorbei. Und die sind gefühlte 5 Kilometer lang, weil das auch 3 Minuten oder so nicht mehr aufhört. Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Jo. Ich werde kein einziges meiner Körperteile. Sagen wir hier noch irgendwas? Die Päckchen? Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Ja, okay. Wilson? Es tut mir leid, Wilson. Es tut mir leid, Wilson. Kein Durst. Kann ich mit dem Wasserspender. Aua. Knie angehauen. Kann ich mit dem Wasserspender irgendwas machen? Kreide auflösen zum Beispiel. Lieber nicht. Sollen wir mal mit Phil reden? Wir sollten ihn nicht weiter stören. Okay. Fahren wir nochmal zu Claytons. Ich versuche nochmal irgendwas mit diesem Loch da, sag ich mal, zu machen. Vielleicht muss ich da auch kein Kaugummi reinklatschen, sondern einfach irgendwie hier in das Rohr irgendwas reinpusten oder so. Das kann ja sein. Mit dem Feuerlöscher oder so. Warum? Warum nicht? Nein, das ist. Ich. Den Koala. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Koalas machen kann. Ein Verkehrshütchen. Kann man. Ja, das. Was kann man damit denn machen? Weiß ich nicht. Mit dem Hammer einmal gegenhauen. Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin clean. Manu. Mit dem Laserschwert. Vergiss. Mit dem Radio. Das gebe ich nicht ohne. Es kommt später. Dann kommt das später, Leute. Habe ich keinen Plan mehr, was ich hier machen soll. Psychiaterpraxis darf ich nicht mehr? Mets Wohnung bringt auch nichts, da noch hinzufahren wieder. Müssen wir echt irgendwas hier machen? Wir müssen irgendwas machen. Da brauchen wir. Ich glaube. Was haben wir hier denn noch? Komm, war hier noch was drin? Sonst ist da nichts. Nein, okay. Ich würde halt gern alles mit allem ausprobieren, aber ganz ehrlich. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf, so. Echt? Weil es halt so viel ist, was man hier hat, wisst ihr? Ich mach's, okay. Vergiss es. Ja, okay, die Teleskopendenbügel ist eigentlich nicht nötig, das zu benutzen mit allem, oder? Ich mach's trotzdem, aber vielleicht kann ich das doch mit irgendwas benutzen. Steht. Was? Steht nicht auf mein. Okay. Gute Idee. Was? Gute Idee, aber ich muss die irgendwie verbinden. Oh. Mann. Das muss ich nicht auf. Dann. Es gibt. Hä? Muss die irgendwie verbinden, ja. Ich hab doch was zum Verbinden hier. Ich denke nicht. Vergiss es. Er ist leid. Vergiss. Das macht.
Das hatte ich auch schon ausprobiert, glaube ich, ne? Lieber nicht. Vergiss. Okay, das funktioniert alles schon mal nicht. Okay. Hey. Was? Steht nicht auf meiner Abschlussliste. Lieber nicht. Blöd. Hey. Ich. Ich denke nicht, dass das klappt. Okay. Nee. 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 Steh. Ich hab. Nee. Nee. Ich probiere das jetzt aus, Leute. Irgendwann muss ja mal was klappen, oder? Nee. Das macht. Nee. Nee. Lieber. Nee. Warte, ich merke mir mal kurz, ich war bei der Fernbedienung. Kann ich Charlie einfach das Plutonium geben? Ich meine, ich habe das ja am Anfang einmal ausprobiert. Aber jetzt noch nicht. Kann ich ihm, wenn das jetzt, ne, dann habe ich gerade echt Zeit verschwendet. Nein, das ist. Oh, okay. Dann nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Lieber. Kann sich nur Stunden handeln, Leute. Blödsinn. Das muss. Zeitung und so, das ist ja auch egal eigentlich. Das muss ich ja gar nicht nutzen, ne? Die Figur vielleicht noch. Es wird nicht. Blöd. Weil eigentlich muss ich dir nur mit Sachen verbinden, die ich wirklich. Es wird nicht. Habe. Also die wirklich Nutzen haben. Es wird. Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Ich brauch nicht die. Oh mein Gott. Okay. Ich brauch nicht die T-Shirts dafür, sondern einfach nur. Oh mein Gott. Okay. Ich brauch die Figur. Das wird dann die Captain Dings-Figur. Jetzt trägt dann Schick. Aber die Farbe muss noch fixiert werden. Sehr schön. Kein Tropfen mehr. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Herr, warum ich? Warum? Da gehe ich auf keinen Fall runter. Was steht da? Verstärktes Kleptomanischen. Okay, alles klar. Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Dann stellst du die Angel in das Loch. Ich wusste doch, das hat irgendwas miteinander zu tun. Das war so, Mann. Nur hoffen, dass er den Köder schluckt.